Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal wieder Pet Simulator X. Preston hat gestern Abend gegen ungefähr 23 Uhr nochmal alle Server geshutdownt und jetzt dreimal Gingerbread rausgebracht. Bis ihr das Video seht, könnte sich das auch wieder geändert haben, aber ich denke mal nicht. Wir können jetzt dreimal so schnell Gingerbread farmen und das ist gut, weil naja, für diese 500 Millionen Gingerbread habe ich jetzt den ganzen Tag gefarmt. Ich habe ehrlich gesagt auch keine Boosts reingepackt und ich habe jetzt auch nicht die schnellste Methode genommen. Ich habe mich an die Steampunk-Chest hier gestellt und habe hier an der Steampunk-Chest einfach ganz normal gefarmt. Warum? Weil Roblox Victor schon an der Tech-Chest farmt. Und naja, wenn zwei Leute an einer Chest farmen, dann besteht die Chance, dass einer nichts bekommt. Oh mein Gott, da scheint Present. So viele Gems, so viele Gems. Oh mein Gott, ich habe 1000 Gems bekommen. Das hat sich sowas von gelohnt. Gut, ich begebe mich jetzt aber erstmal zum Shop, weil heute werdet ihr ein paar Pets bekommen. Ihr seht es am Titel. Im Titel steht Roblox Victor im Titel. Und genau darum geht's auch. Roblox Victor hat nämlich schon wieder all meine Mythical Pets aus meiner Bank gescammt. Er hat sie aber auch wieder zurückgepackt. Ihr seht hier, die Mythicals sind wieder da. Er hat versucht, Mythicals wegzutraden und hat gemerkt, traden ist anstrengend. Die meisten Leute wollen keine schlechten Mythicals haben. Also die Mythicals sind noch da, beziehungsweise wieder da. Und wir haben jetzt inzwischen nicht nur meine Bank, in der 500 Pets momentan drin sind, sondern Crafter hat einfach mal so sich gedacht, 32.000 Gems für eine Max Bank gebe ich aus. 32.000 Robux. Er hat 32.000 Robux. Ich glaube mehr. Irgendwas im Bereich 30.000 Robux hat er ausgegeben, um die Bank auf Tier 7 zu bringen. Jetzt haben wir eine Bank auf Tier 7. Warum denn auch nicht? Und das dann auch noch von jemandem, der Pet Simulator eh nur alle 4 Wochen einmal spielt. Naja, die Bank benutzen wir jetzt auf jeden Fall, weil hier passen mehr Pets rein. Und wenn Crafter mal spielen sollte, kann er ja auch ein paar Zinsen einsammeln. Gibt auf jeden Fall mehr Zinsen. So, und ich habe auch schon die ganze Zeit 50 Invites. Und ich wurde ein paar Mal angeschrieben, deine Invites sind voll. Und ja, dann muss ich wohl mal wieder ein paar Pets verschenken. Und ich würde sagen, ich nehme mir einfach ein paar Pets raus. Withdraw. 2 Ghoul Horses. Zu viel von den Mythicals werde ich nicht weggeben. Aber auf jeden Fall ein paar Rainbow Festive Elves können wir auf jeden Fall weggeben. Sind ja immer noch sehr gute Pets. So, Alien Arachniten. Ich weiß nicht warum, aber Leute schienen die immer noch zu mögen. Jelly Alien, warum denn auch nicht? So, und so ein Candy Cane in Rainbow. Da gehe ich einfach mal auf Restore. Success. Gehen auch noch in meine Bank rein. Hier haben wir nämlich richtig, richtig viele. Ihr seht es richtig, richtig, richtig viele. Rainbow Grim Reaper. Das hört gar nicht mehr auf. Hallo? Ah, jetzt. Okay. Und davon werden wir auch ein paar Withdrawn, weil Rainbow Grim Reaper sind immer noch gute Pets. Und die sind inzwischen auch etwas seltener geworden. So, dann noch ein paar Jelly Aliens. Und dann sollte ich erstmal ausgestattet sein, um ein paar Pets an euch zu verschenken. Und wenn ihr auch ein paar Pets von mir geschenkt bekommen haben wollt, müsst ihr mich einfach zu eurer Bank einladen. Ihr braucht die Bank auf Tier 2. Das kostet ein paar Gems, das stimmt. Und ihr müsst das Glück haben, dass meine Invites gerade nicht voll sind. Aber die sind auch nicht jedes Mal voll. Das ist jetzt nur, weil ich es lange schleifen lassen habe. So, nehme ich an. Hübsche Bank und wir packen ein bisschen was rein. Du kriegst von mir Dark Matter Blue Fluffy und 2 Festive Elves. Bitte sehr. Und die Bank verlasse ich. So, die nächste Bank von, wie hieß du? Dreams Done Cool. Oder Dreams Done Cool. Gehen wir auf Deposit. Kriegst von mir 3 Festive Elves und ein Rainbow Grim Reaper Deposit. Bitte sehr. Nächste Bank, von Name kann man nicht aussprechen. Dich hatten wir, glaube ich, auch schon mal. Du hast mir, ich glaube, in deine Bank habe ich sogar schon mal was reingepackt. Wenn es nicht sogar diese Blue oder Red Fluffies sind, wer weiß. Deposit. Aber es können ja alle möglichen Leute sein, die so Spam-Namen haben. Packen wir was rein und gehen durch. Und ich mache das jetzt ein bisschen schneller, weil das Video soll ja jetzt auch nicht ewig lang dauern. Also speede ich das einfach mal ein bisschen ab. Augenblick. Der normale M2 Prototype fehlt noch in meiner Pet Collection. Den nehme ich mir raus. Da gehe ich mal auf Withdraw. Dankeschön für den normalen M2 Prototype. Das merken wir uns mal kurz. Ich gehe zur Pet Collection hin und schaue nach, ob es endlich drin ist. So. Hier. M2 Prototype in normal habe ich noch nicht. Deswegen danke, danke, danke. Warten wir, bis er da ist. Bitte komm, 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 please, please, please. Ui, Memo. Jetzt habe ich ihn, jetzt gebe ich ihn natürlich auch wieder zurück. Ich hab, jemand hat mir in die Kommentare geschrieben, aber gibst du die Pets auch zurück? Ja, ich habe doch direkt im Video, direkt danach die Pets wieder zurückgegeben. Was ist denn los? So, ein paar von denen hier. Du kriegst dafür, dass du mir ausgeholfen hast, kriegst du auch einen Rainbow Ghoul Horse von mir. Wenn man den Dark Matter macht, hat er 65 Milliarden.
Und du kriegst natürlich deinen normalen M2 Prototype. Bitte sehr, viel Spaß mit den Pads. Ich verlasse die Bank und gehe weiter durch. VA Lium hatte ich auch schon, auf jeden Fall. So, ja, 6 Pads depositen. Warum denn auch nicht? Danke, bitte. Nächste. Exclusive Pads in der Bank. Aber ich glaube, das sind 2 Exclusive Pads, die ich schon habe. Obwohl, habe ich den Sea Dragon? Ich glaube, ich habe schon den Sea Dragon. Auf jeden Fall gar nicht schlecht, diese Bank hier. Die Bank bekommt von mir auf jeden Fall 3 von möglichen 18 Sternen. Ich nehme einfach nur, weil ich mir nicht sicher bin, nehme ich den Sea Dragon einmal raus und dann packe ich natürlich wieder rein. Ja, den Sea Dragon, den hatte ich noch nicht. Ach, wie geil. Das ist gut. Das ist immer schön, ein Exclusive Pad für die Pet Collection zu bekommen. Perfekt. Und dann packen wir natürlich sofort wieder zurück. So, H-Henry, du bekommst von mir für deine Pet Collection, gehen wir mal auf Deposit, du bekommst von mir 3 Festive Elves, einen Mythical Silver Stack, einen Rainbow Grim Reaper, einen Rainbow Jelly Alien und natürlich ein Exclusive Sea Dragon mit Glittering. Deposit, bitte sehr. Und die Bank verlasse ich dann auch wieder. So, jetzt ist CW dran. Auch wieder coole Pads in der Bank. Ich finde den M6 Prototype, der sieht so abgespaced. Der sieht richtig geil aus. Packen wir einfach mal was rein und verlassen die Bank. Manche Leute haben ein bisschen mehr Glück, manche haben ein bisschen weniger Glück. Max zweiter Count, alles klar, Max zweiter Count. Alles klar. Ich packe einfach ein bisschen was dazu und verlasse die Bank wieder. Naja, und was ich den Leuten so in die Bank reinpacke, ist mehr oder weniger zufällig immer. Manche haben halt ziemlich viel Glück, den gebe ich dann ein paar Mythicals, manche haben weniger Glück. Ich weiß ja auch im Vorfeld nicht, was könnten die Leute gebrauchen. Jemand, der so eine Bank hat, er könnte theoretisch ziemlich poor sein und es könnte ihm für ihn was ganz Besonderes sein. Deposit, wenn ich da einfach ein paar Dark Matter Red Fluffies und Blue Fluffies reinpacke. Es könnte für ihn aber auch überhaupt nichts Besonderes sein. Das weiß ich einfach im Vorfeld gar nicht. Ich packe einfach auf blassen Dunst irgendwelche Pets rein. Manche werden sich bestimmt freuen. Manche denken sich so, ich hätte mir gerne mehr Pets gewünscht. Man kann es halt nicht jedem recht machen, aber so gefällt mir das. Das ist so ein bisschen wie eine Überraschung. Leute laden mich zur Bank ein und irgendwann, wenn dann deren Invite dran ist, kriegen sie einfach irgendwelche Pets. Das ist auch immer eine schöne Überraschung. Ich weiß gar nicht, was ich gerade reingepackt habe. Ich habe einfach auf irgendwelche Sachen gedrückt. So, jetzt gehe ich hier noch rein. Hier auch auf Deposit. So, und sind hier jetzt diese Pets drin? Ich weiß wirklich nicht. Stanley Bro 11 ist jetzt dran. Der kann keine weiteren Bankmember haben, dann kriegt er nichts. So, und dann gehe ich einfach hier hin, gebe ein paar North Pole Wolves raus, ein paar Rudolphs und so ein Rainbow Candy Cane. Warte, was? You're not a member of that bank. Alles klar, ich bin kein Member der Bank. Ich muss mal kurz Bank neu laden. Ach, ich bin bei Flexback in der Bank drin. Was war das denn für ein komischer Fehler? Na gut, dann kriegst du halt die Pets, die ich eben bei jemand anderen reinlegen wollte. Ist immer komisch. So, kann ich wieder verlassen. Da kann ich auch wieder nicht rein. Und jetzt, der kann auch nicht mehr Member haben. Und da bin ich jetzt ein Member. Okay, Nettle. Nettle, dich hatte ich, glaube ich, schon mal in einem Livestream. Zumindest meine ich mich vage an den Namen zu erinnern. Lars ist jetzt dran. Ich bin nun Member von Lars Bank. Hier sind einige Fluffies drin. Das sieht aus wie die Bank von jemandem, der ein bisschen gefarmt hat. Pack noch ein paar weitere Fluffies rein. Ein paar Rudolphs. Warum denn auch nicht? Deposit. Und dann können wir wieder verlassen. Oh, wie viele Leute haben denn schon maximale Member in ihrer Bank? Das ist natürlich auch blöd. Beim letzten Mal hatte ich das nicht so oft, aber jetzt habe ich es mehrfach hintereinander teilweise. Ziemlich viele Leute, die einfach keine Pets bekommen, weil da schon Max-Members drin sind. Ich hoffe, ihr ladet nicht einfach irgendwelche zufälligen Leute ein, weil theoretisch könntet ihr richtig hart gescammt werden. Sind schon 2 hintereinander? Okay, jetzt bin ich wieder ein Member von dieser Bank. LP Yoshi XD1, weil theoretisch, ich könnte jetzt hier reingehen, auf Withdraw gehen, alles rausnehmen, was hier drin ist. Will ich natürlich nicht, brauche ich natürlich nicht, aber das könnte ich halt machen. Und deswegen ladet keine fremden Leute zu eurer Bank ein. Das ist immer ein hohes Risiko. Auch bei mir ist es theoretisch ein hohes Risiko. Also das ist schon ein großer Vertrauensbeweis, wenn ihr mich zu eurer Bank einladet. Ich habe kein Interesse daran, euch irgendwelche Pets zu stehlen. Aber ich kann euch sagen, Pets zum Lauter wird größtenteils von Leuten gespielt, die diese Gelegenheit einfach gerne wahrnehmen würden. Selbst eure besten Freunde könnten sich als Scammer entpuppen. Auch wenn sie von Anfang an nicht unbedingt geplant haben, euch zu scammen, könnte es sein, dass sie euch scammen werden. Einfach nur, weil ihr ihnen die Gelegenheit gebt und die sich dann so denken, ich könnte da jetzt so gute Pets einfach nehmen. Ich mach das einfach. Das denken sich die Leute und dann passiert das, weil so denken halt viele Kinder. Gingerbread Dragon, ach wie schön. So, und ich muss mir jetzt erstmal wieder ein paar Pets nachchunken, die ich reinlegen kann. Gehen wir mal wieder in meine Bank, gehen auf Withdraw und nehmen ein paar von denen hier raus, weil ich habe ja so viele Grim Reaper. So, das sollte jetzt aber auch erstmal reichen. So, Max, nee, Matteo 11MB. Du kriegst von mir dann jetzt ein paar von den Grim Reapern. Und ein Red Fluffy, bitte sehr. Not enough space in der Bank. Okay, dann versuchen wir es mit 2. Dann versuchen wir es mit 1. You're doing this too fast. Ach, komm schon. Not enough space. Okay, in die Bank kann ich nichts mehr reinpacken.
Und wie gesagt, ich will aus Banken nichts rausnehmen, also tut mir leid, du kriegst nichts. Endermeal, du bist auch richtig lange schon dabei. Kriegst von mir 3 Grim Reaper und sagen wir mal einen Silver Stack. Komm, geben wir dir auch noch ein Rainbow Ghoul aus. Kannst du bestimmt gebrauchen. Bitte sehr, verlassen. Und sonst halt immer das Übliche. 3 Grim Reaper habe ich jetzt den meisten Leuten gegeben. Ich habe ganz viele Sachen jetzt wahrscheinlich im Video geskippt. Weil ich brauche ja jetzt nicht jeden einzelnen im Video einblenden, wie ich Pets gebe. Wenn die Bank interessant aussieht, dann kann ich es mit reinschneiden. Oder wenn ich mal was Cooles gebe, aber sonst gebe ich einfach immer 3 Grim Reaper. Weil ich muss ja mit fertig werden. Ich nehme das Video gerade um Mitternacht auf. Es ist gerade wirklich 0:01 Uhr. Und das Video muss heute noch fertig werden. Bei euch 15.15 Uhr sollte das Video hoffentlich online sein, wenn ich es schaffe. Ja. Ach, nur noch 2 Grim Reaper, dann kriegst du noch 2 Nordic Foxes. Arctic Foxes. North Pole Wolfes. Oh, ist doch fast das gleiche. Und dann Selim, du kriegst von mir dann auch noch 2 North Pole Wolves und einen Silver Stack. Bitte sehr, Bank verlassen. Und ich muss doch nochmal nachladen, weil 11 Leute sind noch drin. Okay, wenn 11 Leute noch drin sind und ich jedem 3 von den Dingern gebe, dann gehen wir einfach mal auf Withdraw. 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, das müsste reichen. Jetzt kann ich wieder accepten und depositen. Bitte sehr. Danke und tschüss. So, wir sind bei den letzten paar Banken angekommen. Ich packe überall immer noch 3 Rainbow Grim Reaper rein. Ich bin gespannt, ob in den letzten Banken noch was Cooles drin ist. Oh, hier richtig viele Galaxy Foxes. Finde ich auch ganz schöne Pets eigentlich. Dann haben wir Roblox Kenny Joel. Hat nur 3 Fluffies drin. Jetzt kriegst du noch 3 Grim Reaper dazu. Und der letzte, der mir einen Invite geschickt hat, also der letzte, der mir einen Invite schicken konnte, von den 50 Leuten ist Roblox-AdamSebi. Ich bin mir sicher, dass mir während der Aufnahme niemand weiteres Einladung schickt, weil es ist Sonntag um 0 Uhr. Jeder von euch ist gerade am Schlafen. Ich gebe dir jetzt einfach alle restlichen Grim Reaper, die ich habe. Und weil du der Letzte warst, so viel Glück hattest, der Letzte zu sein, kriegst du auch noch einen Silver Stack dazu. Bitte sehr. Und damit sind wir alle Invites durch. Die Bank kann ich hier auch verlassen. Ich habe noch einige Pets übrig, die ich verschenken kann. Und in der Bank hier natürlich genauso einige Pets übrig. Wie gesagt, wenn ihr auch Pets wollt, dann ladet mich zu eurer Bank ein. Wenn ihr eure Chancen erhöhen wollt, vielleicht solche Mythicals zu bekommen, weil die bekommt ihr ja nur eher selten, wenn ich euch Sachen in die Bank reinpacke. Und dann kommt auf meinen Discord-Server, auf dem Discord-Server. Dort finden ab und zu Verlosungen statt. Wenn ihr an den Verlosungen teilnehmt, dann könnt ihr ein paar Mythicals bei uns gewinnen. Ansonsten ist das jetzt der Zeitpunkt, an dem ihr am besten das Video liken solltet, falls euch gefallen hat. Wenn ihr mehr Videos von mir sehen wollt, dann abonniert meinen Kanal. Schaut euch auch gerne mal meinen Watch Dogs Let's Play an, das heute Morgen online gekommen ist. Es sei denn, ihr seid ein bisschen zu jung, weil Watch Dogs ist ja schon ein Spiel. Ich glaube, das ist ab 16 oder ab 18. Ich zensiere dann natürlich alle bösen Sachen, aber das Let's Play, das gucken sich grundsätzlich immer ziemlich wenig Leute an. Aber ich spiele es trotzdem, weil ich habe Spaß an Watch Dogs und ich würde mich freuen, wenn ein paar mehr Leute auch daran Spaß hätten. Das war's auf jeden Fall mit dem Video. Bis dann und ciao!